über Social Media, über Facebook. Ist mir ein Beitrag von ihr ganz extremst aufgefallen und ich habe gedacht, ja, die Frau spricht mir aus der Seele. Ich habe sie ein paar Mal gesehen, immer mal reingehört, habe ihre YouTube-Videos gesehen, habe die Beiträge gesehen. Schon bevor ich bei ihr den ersten Kurs gebucht habe, 1,5 Jahre gefolgt, habe mich aber nie getraut. Und dann habe ich direkt Kontakt aufgenommen und dann hat sie mich zu einem Kennenlernen-Vortrag eingeladen. Und dann war die Zeit reif im zweiten Lockdown und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich fand die Person sympathisch, ich fand das, was sie uns mitteilt, gut und dachte irgendwann mal, da möchte ich mehr wissen, da möchte ich tiefer eintauchen, habe mit ihr telefoniert. Ja, und dann Vorstellungsgespräch gehabt und dann kurz nach Weihnachten bin ich eingestiegen. Und habe das dann bei ihr gebucht. Ja, so kam das. Und ich habe es auch bis heute nicht bereut. Und ja, dann war es um mich geschehen. Und ich habe es nicht bereut. Ich bin froh, und dass ich das gemacht habe. Und es hat mir sehr viel Mehrwert gebracht. Zu Birgit Bollwein bin ich gekommen durch eine wunderbare Kollegin von mir. Die hat gesagt, Lisa, wenn du etwas ändern möchtest und was richtig Tolles machen möchtest, empfehle ich dir die Birgit, weil da wirst du nochmal ganz anders geschult, als du es je zuvor kennst. Birgit schaut nicht nur, dass es uns im Geschäft gut geht, sondern Birgit schaut unheimlich, dass es uns als Kosmetikerin gut geht. Und das war für mich die große Bereicherung, weil ich neige dazu, mehr zu arbeiten, wie mir gut tut. Und da ist Birgit so, wo sagt, ey, mach mal halblang. Mich hat es sofort begeistert, mit welcher Leichtigkeit sie auftritt und mit welcher Natürlichkeit sie die Posts macht und uns auch anspricht. Und für mich war es immer schwierig, mit Kunden auf einer Ebene ins Gespräch zu kommen, die auch mir Leichtigkeit vermittelt. Und da hat sie mich einfach angesprochen. Dann hatten wir ein Gespräch und dann habe ich mir gedacht, so, wie bringe ich das jetzt noch in meinen eh vollgepackten Alltag rein? Habe mir gedacht, was war der Auslöser für das Anklicken? Und dann habe ich mir gedacht, okay, du wolltest einfach einen frischen Kick, was Neues machen, einfach wieder Spaß haben. Und das hat sie bis jetzt voll erfüllt.